So könntest du einen Atombombenangriff überleben. Und es heißt nicht, dass morgen eine Atombombe kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt leider nicht mehr bei 0%. Und wenn du niemals einen Atombombenangriff sehen willst, dann lass mal ein Abo da. Let's go! Wenn du je irgendwas sehen solltest, das so hell ist wie die Sonne, ist aber nicht die Sonne. Du hast 8 bis 10 Sekunden. Halt deine Ohren zu, so fest wie du kannst, und leg dich auf den Boden, mach deine Augen zu und atme durch den Mund. Und der größte Verursacher an Tod am Menschen bei so einer Explosion ist die Druckwelle. Falls du stehen solltest, können deine Lungen platzen, dein Trommelfell oder auch andere Organe. Und wenn du liegen tust, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Druckwelle einfach über dich drüber fliegt. Und nachdem die Druckwelle über dich drüber geflogen ist, egal wo du bist, guck, dass du so schnell wie möglich in den Keller kommst oder so tief wie möglich. Denn jetzt kommt Radioaktivität. Ich habe ja gesagt, dass die meisten Menschen von der Druckwelle draufgehen tun. Aber das stimmt nicht. Sondern es ist die Radioaktivität. Und wenn du unten in dem Keller bist, musst du in dem Keller 48 Stunden bleiben. Denn hier ist Abwarten Gold wert. Teil das mit deinen Freunden. Vielleicht kannst du jemand damit helfen. Und? Hast du mein letztes Video schon gesehen?